Am 25. Februar 2015 fand der dritte Newsletter Day des Dialog- und Transferzentrum Demenz an der Universität Wittenherdecke statt. An diesem Tag ging es um herausfordernde Verhaltensweisen bei Personen mit Demenz. Solche Verhaltensweisen sind beispielsweise Aggression und Apathie. Wenn Personen mit Demenz häufiger aggressiv werden, man kann sich das ja gut vorstellen, können Pflegende und Angehörige damit stark unter Druck gesetzt werden, denn man weiß häufig nicht so recht, was man eigentlich in solchen Fällen in der Praxis unternehmen soll. Es ist nämlich so, dass die Gründe für derartige Verhaltensweisen mehrere Ursachen haben können. Mir fallen da gerade zum Beispiel ein: kognitive Beeinträchtigung, psychische Probleme oder Medikamente, die sich negativ auswirken. Wenn man solche Verhaltensweisen dann über einen längeren Zeitraum nicht in den Griff bekommt, kann eine Fallbesprechung Sinn machen. Am 25. Februar 2015 auf der Tagung des DZD wurde eine solche Fallbesprechung live initiiert. Sie sehen in dieser Zeichnung jene Person, die an diesem Tag an der Fallbesprechung als Experten teilgenommen haben. Und dann ist da natürlich noch wichtig der Fallbringer und der Fallmoderator. Von links nach rechts sind folgende Personen in dieser Zeichnung zu sehen: Dr. Klaus Maria Perra, Facharzt für Psychiatrie, Sandra Eisenberg, professionelle Pflegerin, Christian Müller-Hergel war an diesem Tag der Fallmoderator, Jörg Killinger, Psychobiologe, Ursula Fischer, Fachkraft für Gerontopsychiatrie und schließlich Johannes van Dijk, der Fallbringer. In diesem Beitrag wird Ihnen Johannes van Dijk einen Fall vorstellen, zu dem Sie sich, so wie das Publikum, am 25. Februar 2015 auf der Tagung des DZD Gedanken zu möglichen Lösungsansätzen machen können. Der Fall ist ja ein wenig ausführlicher geschildert, das will ich noch hinzufügen, da es auf der einen Seite wichtig ist, die Lebensgeschichte, die Biografie eines Klienten näher zu erfassen. Auf der anderen Seite bilden auch Informationen zu medizinischen und psychologischen Behandlungen wichtige Zusätze. Und dann ist da noch das soziale Umfeld. Pflegende Angehörige, in unserem Fallbeispiel die Ehefrau von Herrn T., wie ihn Johannes van Dijk bezeichnet. Es handelt sich heute um einen Herrn, ich nenne ihn Herrn T. Und die Abkürzung habe ich gewählt, weil ich dann gleich an seinen Beruf mich erinnere. Er war Tischlermeister. Herr T. ist in 1932 geboren, kurz vor dem Krieg. Sein Vater war Händler, seine Mutter Erzieherin. Und nach einigen Umreisen durch Deutschland sind die wieder in Hamburg, wo er auch geboren wurde, wieder zurückgekommen. Er hat da den Krieg überstanden. Er hat dann seine Schulausbildung, mittlere Reife geschafft, die Lehre gemacht, ist dann Tischlermeister geworden. Hat dann geheiratet, einen Sohn und eine Tochter bekommen. Und dann so um die 40 hat er seinen Tischlermeisterberuf verloren, weil seine eigene Firma pleite gegangen ist. Und da war so eine erste Krisensituation in seinem Leben, wo er am Boden zerstört war, so beschreiben seine Angehörigen das, und weil er seine Familie nicht mehr ernähren oder versorgen konnte und damit nicht klarkam, hat er angefangen, ordentlich zu trinken. Das hat ihm später dann irgendwie auch verfolgt, obwohl er danach, nach dieser Krise, wieder eine Arbeit gefunden hatte bei der Behörde, da auch sehr glücklich war bis zum Rentenalter. Dann war er ungefähr im Jahre 2007, dann kriegte er unglaubliche Magenprobleme und da wurde festgestellt, dass er bei einem akuten Bauch, im Krankenhausbegriff, ganz massive Schmerzen hatte. Da war ein Darmdurchbruch, weil er ein Divertikel hatte, der war entzündet und durchgebrochen. Dann wurde operiert und da fingen die Probleme der Verwirrtheit an. Die Operation hat 3 Stunden gedauert und hinterher kam er dann so raus, wie seine Familie beschrieb, wie er davor gar nicht war. Er war völlig orientiert gewesen, kam dann völlig verwirrt, desorientiert, da wieder raus, war dann in der Intensivstation 3 Wochen, kam dann auf die Pflegeabteilung und hat da immer bei jeglichen Pflegehandlungen sehr herausforderndes Verhalten gezeigt, hat abgelehnt, sich gewehrt, geschlagen, geschimpft und ist abgehauen aus dem Krankenhaus, lief auf die Straße rum, wo er nicht durfte und wusste nicht mehr wohin. Nachdem er 3-4 Wochen auf dieser Pflegestation war und es nicht mehr ging, wurde er verlegt auf eine psychiatrische Station in einem allgemeinen Krankenhaus. Da war er auch ein paar Wochen, wurde mit Psychopharmaka
beruhigt. Aber weil die Angehörigen das so schrecklich fanden, haben die gesagt, von körperlich ist er eigentlich in Ordnung wieder, geheilt. Nur das Seelische, die Angehörigen hatten nämlich auch ein bisschen das Problem mit den Ärzten. Die meinten, er hat, weil er getrunken hat, Morbus Korsakow. Und diese Verwirrtheit wäre alkoholbedingt. Und es wurde auch Richtung Demenz gedacht. Und die Angehörigen waren da nicht so sicher, aber konnten sich da nicht durchsetzen. Haben dann gedacht, okay, er muss hier raus. Und haben dann zu Hause versucht, die Pflege zu machen mit ambulantem Pflegedienst. Das ging auch nach einigen Tagen überhaupt nicht mehr, weil er die ambulante Pflegerin handgreiflich angegriffen hatte und auch jegliche Pflege abgelehnt hatte, sogar seine Frau bedroht hat und auch geschlagen. Und da kam ein richterlicher Beschluss und er wurde dann eingewiesen wieder in diese psychiatrische Abteilung, diesmal von einem gerontopsychiatrischen Krankenhaus in Hamburg. Und da war er dann ungefähr 2 Monate, wurde erneut auf Medikamente eingestellt. Da wurde auch natürlich noch Diagnostik gemacht. Von da aus wurde er dann verlegt in eine geschlossene Abteilung in ein Altenpflegeheim und war da ungefähr 1 Jahr. Hat sich da dann irgendwie nach und nach beruhigt, hat dann auch bei den Mitarbeitern, die er auch kannte, die Pflege zugelassen und dieses aggressive, herausfordernde Verhalten war eigentlich kaum noch da. Er war nur noch ein bisschen sehr ungestüm, wenn er nicht sofort bekam, was er wollte. Und er hat sich sehr geärgert über laute und herausfordernde Mitbewohner. Die wollte er dann gerne zum Schweigen bringen und wurde dann auch mal wieder ein bisschen bedrohlich aggressiv. Aber es war irgendwie mit ihm zu reden und man konnte das irgendwie so kontrollieren. Wie geht's weiter? Eine Gutachterin stellte fest, eigentlich aufgrund von seinem Pflegebedarf, er konnte noch laufen, er konnte auch noch sagen, was er will, hat eine Kurzzeitgedächtnisstörung, er wusste nicht mehr nach einem Gespräch, nach ungefähr 1/4 Stunde, dass er das Gespräch geführt hatte, konnte sogar noch beschreiben über seinen Alkohol, wenn ich nach Hause komme. Ja, das war so seine Standardfrage, auch in der geschlossenen Abteilung. Ich will wieder nach Hause, wann kann ich? Und ich werde nicht mehr trinken, nein, das tue ich nie wieder. Also ich konnte auch richtig dieses Verhalten auch reflektieren. Also das war schon, er war noch einigermaßen orientiert. Ja, und dann wollte die Gutachterin ihm am liebsten wieder nach Hause. Aber als sie dann die Geschichte hörte, was da zu Hause gelaufen war und die Situation der Ehefrau, die sehr starke Depressionen erlitt in dem Moment, die auch nicht genau wusste, wie sie die Pflege macht und nebenbei auch noch ganz massive körperliche Probleme, die hatte auch Bauchprobleme und eine Operation stand bevor, war nur noch kein Termin, die traute sich nicht und konnte nicht. Und dann haben die doch entschieden, okay, da muss er in ein Altenpflegeheim. Und da fängt dann meine Berührung an, er kam zu uns in einem Altenpflegeheim auf ein spezielle. Das war eine besondere stationäre Dementenbetreuung damals in Hamburg und da habe ich gearbeitet und er kriegte da einen Platz. Ja, das Verhalten habe ich schon beschrieben, dieses Ungestüme, wenn er nicht sofort kriegt, was er will, dann wird er unruhig und laut. Und wir hatten auch viele Bewohner, die auch herausfordernd sind und die ihm auch ärgern konnten. Also es war nicht einfach, aber wir haben relativ schnell mit ihm irgendwie Kontakt geschlossen und konnten ihn durch diese Krisen begleiten. Also das war eigentlich machbar. Er hatte auch massive Herzrhythmusstörungen mit einer Herzinsuffizienz und einer absoluten Arrhythmie. In der Vorgeschichte war nicht im Krankenhaus, zwar irgendwie vom Kardiologen untersucht worden und bekam dafür Medikamente, Digostada, Carvedilol und bekam auch einige Diuretika, also Furosemid und Spironolacton und wegen der Gerinnung ASS. Er bekam auch für die psychischen Probleme, das ist auch, denke ich, wohl wichtig in diesem Zusammenhang, ein Antidepressivum, was beruhigt, zur Nacht, das war Trazodon. Dann bekam er Risperdal, was gegeben wird gegen aggressive Ausbrüche, um Reiz, so wie das hier so schön steht, Reize zu unterdrücken. Und dann kam er noch bei Bedarf Pipamperonsaft, das ist so ein leichteres Beruhigungsmittel, und zur Nacht eine Tablette Tavor, gegen Angst, so. Er hatte nämlich, das war, die Begründung war, er hätte nachts Ängstlichkeit auch massiv gehabt, wenn es dunkel war und da waren keine Mitarbeiter in der Nähe, dann konnte er nicht schlafen, ist dann zunehmend auch in der vorherige Pflegeabteilung durch die Nacht in dem Mitbewohnerzimmer gerannt und war laut und hat andere geweckt, also hat die Ruhe da sehr gestört, aber es war auch für die Nachtwachen sehr bedrohlich, zeitweise. Da kam er bei uns und anfangs ging es eigentlich gut. Die Ehefrau kam jeden Tag zu Besuch um 14.30 Uhr, Kaffee und Kuchen. Die sind spazieren gegangen. Wir hatten da ein Heim mitten in Hamburg. Nicht weit entfernt waren schöne Terrassen. Im Sommer konnte man da schön draußen sitzen. Und das hat sich so eingespielt in der Anfangszeit. So 3 Monate, kann man sagen, lief das wunderbar. Sie ging abends so gegen 5:30, kurz vorm Abendbrot. Der T hat immer wieder gefragt, von, darf ich mit nach Hause, liebe Frau? Aber nein, sagt sie, das geht nicht. Hat auf ihren Bauch gezeigt. Herr T hat sie auch
gesehen, da war irgendwie eine Schwellung und hat verstanden, dass sie ihn nicht zu Hause haben kann. Dann nach 3 Monaten kam der Operationstermin und da war sie 8 Wochen lang nicht da. Der Herr T. hat wohl immer mal wieder gefragt, kann ich nach Hause? Unsere Antwort war ganz klar, sie liegt im Krankenhaus, Herr T., oder war im Kur. Und es wurde immer weniger, dass er diese Frage gestellt hatte. Dann war sie wieder zu Besuch gekommen, nachdem sie aus dem Kur zurück war und auch ein Stück fitter. Und da fingen eigentlich, sage ich mal, die Probleme an. Da kam sie nicht mehr jeden Tag, aber so 2-3 Mal die Woche. Das war schön zusammen. Also die haben sich sehr gefreut und seine Frau wollte ihn unbedingt auch sehen. Aber als sie dann sich verabschiedet und er fragte, nimmst du mich mit? Dann war die Antwort natürlich ein bisschen schwieriger. Und sie hatte sich uns gegenüber schon klar gemacht, es geht nicht zu Hause. Aber traute sich nicht so richtig, ihren Mann das zu sagen. Und da kam anfangs die Ausrede, ich muss auf die Kleinkinder, auf die Enkelkinder passen. Ich muss noch einkaufen, ich habe noch viele Arzttermine. Und diese Antworten haben sich dann abgewechselt. Und anfangs, man merkt schon, Herr T. wurde ein bisschen unruhiger, aber er hat es akzeptiert. Aber wir merkten, die Frage kam immer öfter, auch wenn seine Frau nicht da war, kann ich dann mal wieder nach Hause? Und da war jeder Abschied bei jedem Besuch, das war so die, man kann sagen, die 4., 5., 6. Woche nach ihrem Wiederkehr nach der Kur, dass es zunehmend große Konflikte gab beim Abschied. Und die Ehefrau weinend und völlig am Boden wegging und Herr T. dann dementsprechend auch unruhig war und wir haben dann auch mit unserem Neurologe damals gesprochen, aber haben immer gesehen, das hat mit dieser Situation zu tun und wollte nicht noch mehr Medikamente und haben irgendwie auch hingekriegt mit allen möglichen Beruhigungs- Ablenkungsmanövern. Ich sag mal ein Thema, wir hatten, er mochte so liebend gern Salami und ich habe ihn dann immer irgendwie so unauffällig an der Küche vorbeigeführt und ihm auf den Salami-Teller hingewiesen, die gerade vor dem Abendbrot immer vorbereitet waren und haben wir ein paar Salamischeibchen gemeinsam genascht und dann ging es schon wieder ein bisschen runter. Aber da, irgendwann gelang das auch nicht mehr und seine Frau hat sich nicht mehr verabschiedet. Die sagte, ich gehe zur Toilette und um diese Konflikte nicht zu haben, ist sie dann einfach weggegangen. Hat uns dann kurz Bescheid gesagt, ich gehe jetzt, passen Sie auf, dass er nichts Böses tut und dann war sie weg. Gut, dann mussten wir die Frage beantworten, auch immer mehr, warum er nicht nach Hause darf. Die Ehefrau hatte uns in einem Gespräch gesagt, wir sollten ihm nicht sagen, dass er nicht mehr nach Hause kann, weil die hatte Angst, dass er dann austickt und dann haben wir immer auch andere Erklärungen oder irgendwie uns mal ein bisschen drumherum geredet. Bis dann irgendwann an einem Tag, das war noch nicht so lange danach, er, nachdem er 3 verschiedene Antworten von 3 Mitarbeitern gekriegt hatte, er mir gegenüber dann sagte, ihr verarscht mich. Und dann ist er sowas von ausgerastet, dass er versuchte, auf uns loszugehen als Mitarbeiter und auch auf seine Mitbewohner. Wir konnten ihn nicht mehr beruhigen.